Raphael, mein größter Respekt dafür, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Ja, wir sind natürlich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Für uns natürlich total neu, total ungewöhnlich. Wir sind alle sehr, sehr, sehr froh und sind sehr gespannt. Wir schauen mal einfach, wie es jetzt aussehen wird. Okay. Danke. Langsam aus. Dreht noch näher in Runde, bis sie still steht. Und du, ich geh am Stock, will nie wieder schlafen, solange du mich Nacht für Nacht in meinen Träumen besuchst. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt. Haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühl mich wie ausgekotzt, dir geht's nicht viel besser. Da seh ich es in deinen Augen blitzen. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Tropfen weg. Ob er salzig schmeckt. Jetzt sitz ich hier und schreibe nur noch blinde Liebeslieder. Von Herzen, Schmerzen, Schmalz und sowas Tolles kommt nie wieder. Hätte ich nie gedacht. Noch vor ein paar Tagen lagen wir uns Nacht für Nacht im Arm. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühl mich wie ausgekotzt, dir geht's nicht viel besser, da seh ich es in deinen Augen glitzern. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Tropfen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt. Du hast es natürlich unheimlich sensibel, also man sieht ja, also dass du natürlich den ganzen Tag mit deinen Händen arbeitest, also sehr sensibel mit deinen Händen agierst, ja, und da kam wirklich was rüber, also das, was wir eben machen mit der Stimme, hast du mit deinen Händen ganz toll gemacht, es hat mich berührt. Ja. Danke, danke. Ja, ich finde es wirklich wunderschön, gerade wenn man bedenkt, dass er überhaupt nicht hören kann. Aber noch weiter zu gehen, ich finde es so wichtig, Menschen einfach eine Plattform zu geben und irgendwie zu zeigen, dass auf eine Ebene wir sind alle gleich. Und er hat das ganz, ganz toll gemacht. Und ich habe einen großen Respekt für dich. Und ich finde das ein großartiger Mensch. Also wirklich ganz toll. Mir hat das sehr, sehr beeindruckt. Vielen Dank dafür, dass du hier warst. Dankeschön. Danke. Für mich ist es wirklich schwer. Also, möchtest du erstmal?
Ja, ich finde wirklich, dass du uns so viel Gefühl gegeben hast. Du hast nämlich mit uns gesprochen, du hast diesen Song mit deinen Händen und mit deinem Gefühl und vom ganzen Herzen gezeigt. Und das hat so viel rübergebracht, dass wir alle wirklich schockverliebt in dich sind. Also es war wirklich große Klasse, dieses Gefühl, was du uns gegeben hast. Danke. Okay, ich probiere es nochmal. Einfach so straight, wie es irgendwie geht. Du hast mein Herz komplett... es gibt's auch gar nicht. Sag mal. Schaffst du. Ha! Ich fand's fantastisch. Ich würde so gern so viel sagen. Was ist los? Es ist normal. Du bist ein Mensch. Das kannst du wohl zeigen. Es ist überhaupt kein Problem. Wir können ja schon mal anfangen, ein bisschen mit dem Abstimmen. Was meinst du? Ja. Evelyn? Ja.